Hi, ich bin's Kilian und dieses Jahr nehme ich mit meinem selbstentwickelten Solarlastenrad an der Suntrip Solarfahrradrallye teil. Begleitet mich in dieser Serie auf meiner Tour durch Frankreich, die Schweiz, Österreich, Slowenien und Italien. Immer der Sonne hinterher. Das heutige Video ist gesponsert von MobiVelo. Mehr dazu aber später. Wir fahren gerade den Albuda Pass hoch, wir sind in circa 2 Kilometern oben, das ist jetzt mittlerweile schon Kilometer 25 und es ist extrem anstrengend, weil wir dürfen nicht zu viel Akku nutzen, denn die Sonne scheint nicht, es ist übelst bewölkt und wir wissen nicht, wie die Wettervorhersage weitergeht. Vermutlich wird es noch regnen, mal schauen, aber jetzt erstmal weiter nach oben. Nach einer gefühlten Ewigkeit bergaufwärts ging es dann endlich wieder bergab. Den zweiten Pass des Tages hätten wir damit auch geschafft, aber es sieht ziemlich danach aus, dass es gleich regnet. Egal, wir erhalten die gute Stimmung und fahren mit voller Motivation weiter. It's raining man, hallelujah, it's raining man. We came down this hill, it was raining, now it's okay. At least it's not raining anymore, but the sun isn't out, so no solar power. But I decided to now try Stellview. Let's go! The sun is quite low, so my turnable solar panel is very important to increase the solar production even in the morning or in the evening. Obwohl ich gestern echt extrem kurz geschlafen habe, weil meine ganzen Schlafsachen ein bisschen nass waren, als ich Stellview hochgefahren bin im Regen, sind die halt wegen nass geworden und ein bisschen klamm, habe ich trotzdem letzte Nacht relativ gut geschlafen und habe heute komplett durchgezogen und wieder früh aufgestanden, bin einfach den ganzen Tag durchgefahren und jetzt bin ich übelst müde. Ich habe nicht mal einen Supermarkt gefunden, wo ich was zu essen bekam, deshalb habe ich dann einfach mir eine Pizzeria rausgesucht, das war übelst cool. Die musste ich natürlich auch erstmal transportieren, habe ich dann einfach aufs Solarpanel gelegt, weil in meiner Tasche war nicht genügend Platz. Und es ist eine Straße, da ist kein einziges Auto bis jetzt gefahren. Ich
glaube nicht, dass da heute Nacht irgendwas fährt. Das ist ein richtig Kackspot. Ich schlafe direkt neben der Straße. Aber egal, es ist so spät gewesen, dass ich nicht mehr weiterfahren durfte. Und morgen geht's dann hoffentlich schön die Straße hoch, weil bis jetzt ist die Straße sehr, sehr nice, weil keine Autos fahren. Aber ich hoffe, da ist nicht irgendwas, eine Sperre oder so. Weil es gibt auch keinen anderen Weg. Also, bis morgen, gute Nacht. Ich bin übelst müde. Es musste so kommen und die Straße wurde zu einer absoluten Katastrophe. Es gab keine festen Wege und es war Schotter, sodass ich einfach schieben musste. Und das halt einfach 3 Stunden lang. Oben angekommen wollte ich dann endlich mal den Akku laden, weil davor bin ich die ganze Zeit im Schatten gewesen und habe das Fahrrad hochgeschoben. Und coolerweise habe ich dann slowenischen Journalisten und Fotograf getroffen, der spontan Bilder von mir gemacht hat und sich dazu entschieden hat, einen Artikel über mich zu schreiben, was super cool ist. Und dann ging es auch langsam weiter. How do you feel after this big day? Today was huge. There were many meters of elevation at the beginning. I had to push my bike for 3 hours because the road was too bad to ride. Yes, 3 more kilometers up and then we are at the top. I'm very happy when this is done and hopefully we can go swimming in the lake. A good spot is waiting for you. Yes. Here we are, we're in Slovenia, finally, and last climb for today. We will have like finally some rest and chilling. Heute Morgen sind wir am Lago de Predil auf knapp 900 Höhenmetern gestartet und wir sind jetzt auf 2000 Höhenmeter, also die ersten 1100 sind schon geschafft und wir sind von Italien nach Slowenien gefahren und die Hälfte des Trips ist morgen wahrscheinlich dann rum und ich will mich jetzt mal bedanken beim Wirsberg-Gymnasium und beim Mobivelo für die Unterstützung auf dieser Reise. Mobivelo ist euer Ansprechpartner, wenn es um Fahrradreparatur, Fahrradservice geht, in und um Würzburg, denn er hat eine mobile Werkstatt mit einem Lastenrad und kann jederzeit zu euch kommen und freut sich, wenn er euer Rad servicen kann und euch helfen kann. Vielen Dank und wir hoffen auf eine weitere gute Fahrt und vor allem viel Sonne, denn gerade ist super Wetter, dass ich meine Akkus schön aufladen kann und wir heute noch ordentlich Strecke machen können. Jetzt Kanal abonnieren, um Teil 5 nicht zu verpassen und dann sehen wir uns im nächsten Video. Bis dahin, ciao, ciao.